Es ist jetzt 10 vor 10 und um 10.30 Uhr kommt mein Bus. Ich habe mir gerade schon meine Abschlussschokolade gekauft für die letzten knapp 300 oder 280 Kilometer. Ja, und ich habe mir ausnahmsweise, also ich habe keine Reisetabletten mehr, ich habe mir jetzt auch keine Tabletten gekauft. Ich fahre jetzt bis Lagos, ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde mit dem Bus. Ich hoffe, dass mir nicht schlecht wird. Ich nehme aber trotzdem eine sogenannte Kotztüte mit rein. Ich wollte jetzt nicht für eine Tablette mir eine ganze Packung kaufen, weil ab Lagos fahre ich mit dem Zug, das geht ohne. Warum auch immer. Ja, wir hoffen mal das Beste. Und jetzt gönne ich mir die noch, bevor es in den Bus geht, damit ich nachher auch zum Auskotzen habe. So, seit langer Zeit mal wieder ein inhaltliches Video von mir. Ich war jetzt knapp zwei Wochen alleine auf dem Faroer Campingplatz, um mein Knie zu schonen, und habe Zeit mit mir selbst verbracht und dem Strand und dem Meer und den Sonnenuntergängen und den anderen Campingplatzgästen. Das ist auf jeden Fall eine entspannende Erfahrung, aber heute kommt Maria wieder, denn nächste Woche Freitag ist unser Flieger zurück, nächste Woche Samstag, und nachdem sie jetzt gewandert ist, will sie sich noch ein bisschen erholen auf dem Campingplatz und das ist hier bestens geeignet. Ja, dann gucken wir mal, dass sie wieder mit der Fähre kommt. Wer kommt denn da? Mit der privaten Fähre sozusagen. Maria, ganz cool im Anlagemanöver. Sie ist richtig hier Profi im Fähre fahren. Ich frage sie nachher mal, wie oft sie schon diese Fähre gefahren ist. Sie ist tatsächlich wieder da. Von der Fähre abgeholt, mit Essen versorgt, in die Dusche geschickt, aufgeräumt und ins Zelt verfrachtet. Als ob das nötig gewesen wäre mit der Dusche. Ich roch gut. Du rochst sehr gut. Die Leute im Bus haben noch ein bisschen Abstand genommen. Hat auch Vorteile, ne? Ist das so? Ich weiß nicht, ich hatte Glück, dass ich im Bus einen Sitzplatz direkt an der Busfahrer hatte. Deswegen ging es auch ohne Tablette. Der Busfahrer konnte natürlich nicht weg. Deswegen musste ich mich zwischendurch ranschneiden, weil die Kurven so lang wurden. Aber ich hatte das Gefühl, dass meine Sitznachbarin sich nicht mehr mal das hingesetzt hat. Hat sie ja. Sie wollte sie aber Platz haben. Nee, hat sie nicht. Sie so. Kam ja nicht raus. Ach so. Sehr gut. Wir haben uns Popcorn gemacht. Man sieht, es ist hervorragend geworden. Darum wollte einer von essen. Darf ich nicht? Nein, es ist pechschwarz auf dem Boden. Ich oh Mann, jetzt will ich Popcorn. Eigentlich hätte ich Popcorn gekauft, um das in der Mikrowelle zu machen. Aber da war plötzlich die kleine Minischale nicht mehr da. Und wir haben nur Metallschalen. Die kann man aber nicht da reinstellen. Aber auch die Minischale, da poppt es doch auch hoch. Das bleibt ja in der Schale. Ja, so weit habe ich da nicht gedacht im Supermarkt. Da war ja auch noch ein Teller vorher. Ja, was weiß ich? Ich weiß nicht. Ich google nochmal. Maria macht weiterhin. Hervorragendes Popcorn. Nachdem es zwischendrin den Topf gereinigt hat. Was meinst du eigentlich mit, wir haben nicht die richtigen Zutaten? Ich meine, wir haben Popcorn und wir haben Öl. Wir hätten Öl gebraucht, was Öl ist, weil. Achso. Noch nicht.
Ich gleich so. Wie man merkt, es ist heute übrigens sehr windig. Wahrscheinlich kann man bei dem Video kein Wort verstehen. Es ist wahrscheinlich furchtbar anzuhören, aber... Wir haben übrigens das Zelt gewechselt. Wir haben wieder das gute alte MSR aufgebaut. Und? Zufrieden? Ich nicht. Sieht so nicht so gut aus. Ja, aber das liegt daran, dass da nichts dran ist. Das ist das Problem. Ja, was würdest du denn dran haben? Ja, Salz und Zucker vielleicht. Curry kannst du gerade machen. Curry mit Erdnussbutter. Wessen Handschuhe sind das eigentlich? Das sind doch nicht meine Handschuhe. Dann musst du mal probieren, damit du für die Kamera sagen kannst. Naja, die Kamera hat geklickt. Ich hab das sogar probiert. Es gibt nicht Popcorn, hä, ist ja probiert. Aber sogar hast du gemacht. Ich schau auf meinen Unterrad. Du musst ja jetzt Sport machen. Ich hab 15 Minuten Zeit. Echt? Hinterher. Es ist 11.30 Uhr. Mittag. Oma ist stolz auf uns. Wir machen noch einen Strandspaziergang zur rechten Sonnenuntergangszeit. Und man sieht es natürlich nicht, aber da hinterm Sand, nicht weit entfernt, ist die Mündung, wo quasi die, das, oh Gott, das muss ich überlegen. Ist es der Atlantik oder ist es schon das Mittelmeer? Ich glaube, es ist auch der Atlantik. Es ist der Atlantik. Rüber zur, nennt man das dann, Brackwasserseite fließt. Und dahinter ist tatsächlich auch ein Zelt versteckt. Da so. Hat sich mal ganz dreist aufgebaut. Aber ist das nicht schön, dieses Licht? No filter. Sehr erstmal beautiful husband. Nochmal! Wir fahren auf dem Ausflug, wir fahren zum Aldi. Du hast das richtig gemacht! Aufgrund der dramatischen Essenssituation hier. Also eigentlich ist die gar nicht so dramatisch, wir haben für heute noch Essen. So ein bisschen zusammengesuchtes, aber für Donnerstag und Freitag auf jeden Fall nicht. Und für Samstag brauchen wir auch noch ein bisschen was. Also ja, der Supermarkt ist immer noch zu, das ist schon irgendwie, keine Ahnung, 10:30 oder so. Oder um 9:30 wollte er eigentlich aufmachen. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, fahren wir in die Stadt. Ein Ausflug. Tom, guck schon, wann die Fähre fährt. 11:40 Uhr. Hatten wir schon mal, ne? Ja, muss man wissen. Wir hoffen. So sieht's aus, wenn wir Mittag gemacht haben. Maria schläft auf dem Lidl-Parkplatz.
Lidl hat kein Eis. Jetzt müssen wir erst einkaufen gehen im Lidl, um dann Eis beim Pingo Deutsche zu holen. Also mindestens, nicht beim Pingo Deutsche, beim Kontinent. Kontinent. Aber mindestens die Hälfte der Eissorten fehlt, wenn nicht sogar mehr. Es ist kaum was da. Traumatisch. Einfach ist nur Eis, oder? Wir sind uns fast sicher, dass es niemandem gehört, der hier anwesend ist. Aber halt nur fast, nicht ganz richtig. Weil es schon sehr, sehr lange drin liegt und eigentlich ist niemand so lange hier wie wir. Auf jeden Fall kann ich das jetzt nicht holen, weil hinter mir jemand bügelt. Im Urlaub hat sich das Bügeleisen ausgeliehen oder mitgebracht, ich weiß es nicht. Jetzt bügelt sie hier. Wie kann man denn mit dem Urlaub bügeln? Braucht man nichts Gebügeltes anhat? Da kann man froh sein, wenn man auch was anhat. Verstehe ich nicht. Mmmh. Lecker, lecker, lecker. Wir sitzen heute den vorletzten Abend in Faro am Strand. Wir wollen heute sehr häufig baden. Und gucken uns gleich den Sonnenuntergang an. Die Wellen sind sehr toll. Wir sind ein bisschen, man kann so sagen, ein bisschen wehmütig wegen Portugal, schon ein bisschen, obwohl es schon sehr warm wird jetzt hier am Ende. Also ich glaube, länger möchte man hier auch nicht aktiv unterwegs sein. Also ich glaube heute, also mein Wetterbericht hat heute gesagt 24 Grad, aber ich glaube, es stimmt 29 oder so. Ich glaube, das waren um die 30 Grad heute. Ja. Am 27. April. Also es ist ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge. Weinendes Auge, weil wir uns jetzt schon so gut in Portugal eingelebt haben. Ein lachendes, weil wir uns jetzt auf die neuen Abenteuer freuen. Ja, wir haben auch gerade so geredet, was wir machen. Wir haben schon angefangen, Polenkarten runterzuladen. Aber unsere Planung ist eher so grob. Naja, die Planung von 2 Monaten war ja, wir fahren zum Nordkap. Darüber haben wir schon mal gesprochen, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß doch nicht, was ich gestern gesagt habe. Und die jetzige Planung ist, wir fahren erstmal nach Osten und dann ein bisschen nach Norden und dann gucken wir mal, keine Ahnung. Ja. Und jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zuckersüchtig geworden. Also diese Woche noch nicht, weil da besuchen wir noch Katrin. Das wird schwierig, weil sie immer was Süßes da hat. Aber danach mache ich 2 Wochen Zuckerpause. Und machst du das? Ich weiß nicht, wovon sprichst du? Aber damit nichts zu tun. Du machst auch Zuckerpause, nicht nur ich. Hast du gehört? Wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Maria muss ihr Handgepäck mühsam tragen. Da hinten ist der Campingplatz. Und ich bin ein bisschen wehmütig, dass wir jetzt Faro verlassen. Portugal, ich habe mich ja schon ein bisschen eingelebt auf dem Campingplatz. Jetzt geht's auf zu neuen Abenteuern. Der Flug geht um 9 Uhr irgendwas, 9.30 Uhr. Und wir sind schon im Dunkeln aufgestanden. Ja, und das Wetter ist wieder sehr schön, soll hier sehr heiß werden, aber heute werden wir wohl nicht mehr in die Wellen kommen. Und in Hamburg gehe ich nicht baden. Wir befinden uns in unserem neuen Domizil. Schrebergartenanlage meiner Schwiegereltern. Schrägstrich. Oh mein Gott. Schrägstrich? Schwager. Schwägerin. Wir haben unser Zelt da hinten aufgebaut. Und da haben wir sogar ein paar Stühle und so und Tische organisiert. Stand ja alles rum. Genau, und jetzt haben wir gerade schon geambrotet. Und jetzt werden wir noch mal kurz zu Penny gehen, müssen wir es einkaufen, weil heute Samstag ist, jetzt kurz vor 20 Uhr. Und Sonntag und Montag ist zu, Freitag. Genau, wir sind von gestern auf 30 Grad gekommen. Heute tagsüber waren es mit der Sonne ungefähr 14 Grad. Gerade hat Torben den Wetterbericht noch mal gecheckt. Und es soll heute Nacht um die 1 Grad werden oder 0 Grad oder so. Warnung vor Frost.
Das wird lustig. Heute Nacht haben wir viel gehabt. Das weiß ich exakt nicht, aber mir war nicht kalt. Also 16, 17, auf jeden Fall 17, glaube ich mindestens. Auf jeden Fall im zweistelligen Bereich, würde ich sagen. Im zweistelligen Bereich. Ich habe Oberkörper freigeschlafen. Ja. Selbst ich war nicht ganz zugedeckt. Das will schon was heißen. Na, ich habe gerade schon meine Schlafsäcke gekoppelt, dass wir bestmögliche Isolation haben und ich mir die Wärme mopsen kann von Wärmflasche hier. Gut, aber jetzt gehen wir einkaufen. So, Einkauf erledigt. Komm. Was ist es denn primär geworden? Quark und Joghurt. Buttermilch und Harzer. Stimmt. Ja. Milchprodukte. Und Vollkornbrot. Also es war voll das Büro Vollkornbrot, aber wir haben jetzt 3 Monate lang wirklich nur Weißbrot gegessen, außer einmal. Wo war das? Ach, dann ist es Sevilla. Das war in Sevilla. Also das war eine gute Bäckerei. Haben wir das eigentlich gefühlt? Und ein Tipp Brot? Weiß ich nicht mehr, aber Sevilla, ein Tipp. Ich glaube, da hieß das Brot. In Sevilla. Füll man wohl. Ja, jetzt geht's auf. Es wird schon frisch. Die Sonne ist langsam am Weggehen und es wird deutlich frischer. Ich hätte meine Jacke vorschließen sollen. Nein. Ich habe sehr fern. 1, 2, 3, 4, 5 Oberteillagen. Balaklava. Das hier. 2 Hosen, 2 Socken. Sollte mal Angst. Bisschen. Wir haben gekoppelt. Mal gucken. Noch ist okay. Aber noch ist auf